Ja, sie jammert halt rum, aber was soll ich machen? Wird Zeit, sich mir anzustrengen. Will ich mich verarschen? Oh, eine neue Person. Billy braucht was zu beißen. Plündere mindestens 3 Kofferräume tagsüber. Bla 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 bla. Das können wir machen. Jetzt haben wir wenigstens am 4. Das ist gut. So. Die Lydia muss eh hier bleiben. Die hat überhaupt kein Leben, Mann. Ey. So, die muss ins Camp. Und der geht mit in die Party. So, und sie. Warte mal. Sie kann uns was craften. Jetzt schauen wir mal, was die kann. Alles außer Medizin. Genau das brauche ich. Fuck. Gut, aber wir können ihr einen Punkt geben. Dann kann die nämlich das auch. Der eine Punkt tut nicht weh. Und dann kann ich hier das craften lassen. So, Jobs. Also, Arzt. Ja, nur diese Dinger, die hier kann man hier machen lassen, aber das ist besser wie nix. Lass mir das machen. Und der Typ und wir gehen raus. Was ist mit ihm? Bill? Was mit dir? Ja, wir brauchen auch wieder Essen, das ist das. Was haben wir für Aufträge so? Mal gucken. Bar. Ja, nur diesen einen Auftrag. Plündere mindestens 3 Kofferräume tagsüber auf dem Highway. Ja, okay, tagsüber auf dem Highway. Was sagst du? Auftragsdetails. Ja, wir brauchen eh wieder was zum Essen, oder? Es passt in dem Sinn sogar. Verhältnis zu... Was? Okay. Ja gut, dann gehen wir auf den Highway. Was anderes kann ich hier eh nicht machen gerade. Muni könnte man herstellen. Das müssen wir auch noch machen. Tagsüber Highway, ja. Medizinische Komponenten, alte Kleidungsstücke, alte Waffenteile. Okay, gut. Gehen wir hin. Aber wir werden nur ein bisschen Muni austeilen. So. Ausrüstung. Also, der Bill hat eine Schrotzen. Das ist gut. 10 Muni hat er auch. Jawohl. Pistolenmunition, Messing. Haben wir ausgerüstet. Tank braucht Gewehrmuni. Da habe ich nur Stahl, sonst gar nichts. Gut, besser wie nix. Sollten wir uns aber behalten und nicht gleich rauspfeffern. Ja, das war's. Ab in den Kampf. Die Level 1, die machen wir ja so auch. So, die Krankenschwester muss weg. Jetzt wird's ernst. Bla bla bla. Ich kann mit der Schrotflinte umgehen, aber Munition habe ich nur einige Schuss. Wir sollten sie später lernen, Munition selbst zu craften. Ja, das ist kein Problem. Kampfbereitschaft sorgt dafür, dass ich schneller über Actionpunkte verfügen und sich der Schaden gegen mich reduziert. Ja. Kopfschuss kann ich jetzt machen. Das ist geil. Es besteht eine 75% Chance auf Benommenheit. Bei kritischen Treffern wächst die Chance auf 100%. Ja, das ist richtig gut, Leute. Benommenheit? Okay. Ich probiere das mal. Schlipsträger. Schauen wir mal. Ja, der ist benommen und was heißt das jetzt genau? Für 2 Runden benommen und kann nicht aktiv in den Kampf eingreifen. Ja, das ist gut. Dann werden wir mehr Pistols austeilen. So. Brechen die Schwester. Und mit der Schrotze Streuschuss. Ein explosiver Schuss, der alle Gegner mit 60% physischen Schadenstrich benötigt. Okay, das ist gut bei mehreren. Ja, okay. Dann würde ich sagen, du greifst aber trotzdem die Schwester hier an. Hat nicht ganz gereicht. Also die alte kann angreifen, aber gute 7 Damage, die steckt mal weg. Und die alte weg da. So, der kann eh nichts machen, den können wir prüfen. Oh, jetzt ist er wieder da, scheiße. Okay, das funktioniert nur, bis er wieder einen in die Fresse kriegt, offensichtlich. Das ist nicht so gut, aber okay. Warte mal, eliminieren. Der braucht ihn nicht weg mit ihm. So machen wir das. So, 2 Kleidungsstücke finden wir. Was ist nur entdeckt? Ein schwer angeschlagenen Lungen. Gib mir ihm 2 Essensdinger, dann kriege ich irgendwas.
Oh, der Arsch hat uns gar nichts gegeben. So ein Pisser. So ein kleines Balk. Drecksbalk. So angeschlagene Streuner. Da muss ich schnell gucken, nicht, dass der hier... Dingsbums ist ja gut. Sie kann nur heilen. Das heißt, so gesehen... Wenn man Kopfschuss bei... Hier probieren. Das funktioniert auch. Und das funktioniert sogar sehr gut, Leute. Und mit seiner Spuckerei macht er mir auch nicht glücklich. So, hat sich. So macht man das. Das mit dem Kopfschuss ist richtig geil. Also wir müssen schauen, dass der immer Muni hat. Also ich genauer gesagt. Weil das rentiert sich richtig gut. Also Pistolenmunition, sehr wertvoll. Und das nehmen wir natürlich mit, das habe ich ganz vergessen. So, das erste Auto haben wir. Das öffnen wir natürlich. Und wir kriegen zwei Nahrung, das ist schon mal gut. Ein leerer Magen freut mich, ja, wirklich. Wir müssen noch weiter. So, gebissener Passant und Zombie-Cheerleader. Also die Cheerleaderin muss weg. Das ist das erste. Wir machen wieder ein Heady auf die Tante. Das wirkt auch zu 100% offensichtlich, was ich nämlich sehr gut finde. Und die anderen können Muni sparen, also so läuft es eigentlich. Also Pistolmunition ist sehr, sehr gut. Das muss ich sagen, jetzt schauen wir nochmal, ist das 100% oder was? Nee. Kriegt ihr schon drauf? Nee, nur 75, aber ich treffe einfach gut. Das ist natürlich super. Dann machen wir Bereitschaft hier. Mit allen. Sowas hilft immer. Die laden sich auf. Wir haben ja hier Zeit. Kann die uns nicht so viel tun. So, und jetzt gehen wir es an. Eliminator. Versuchen wir es bei ihr. Das hat nicht funktioniert. Doch, hat funktioniert. So geht es. Nice one. So, und die prügeln mal jetzt Wind und weicht. Windel weicht die Tante. So haut es hin, Leute. Weggesehen. Also, Kopfschuss, sehr wichtig. Dann ist einer aus dem Spiel. Spritzen, Crafting-Material. Nehmen wir einen Krankenwagenhammer. Versuchen wir natürlich zu öffnen. Wer macht's? Wieder der Bill, der Fran. Hoffentlich. Oh, scheiße. So, jetzt können wir uns mit Zombies runterjagen. Das war jetzt nicht so gut. Aber okay, Kopfschuss auf Cheerleaderin. Das funktioniert ganz gut mit den 100%-Dinger. So, dann machen wir durchbrechen. Und der kriegt so eine ab. Viel können die mir so gesehen nicht Damage machen. Also das läuft richtig gut an so. So. Du auch noch rauf. Ja, du machst Bereitschaft. Du auch. Das bringt's auf jeden Fall. So. Machen wir den hier rein. Versuchen wir eliminieren. Ah, die kann angreifen. Das ist blöd. So war das nicht geplant, aber egal. Versuchen Eliminator haut hin. So, drauf da auf die alte. In die Fresse gibt's. Weggesehen. Zwei Materialien haben wir. Das Leben sieht noch gut aus. So, können wir reinhauen. Oh, der Kopfschuss ist daneben gegangen. Da müssen wir jetzt anders klarkommen. Diese Spuckerei geht mir am Sack da. Aber immerhin habe ich es geblockt. Das heißt, ich bin nicht vergiftet. Das ist schon mal sehr gut. Der ist weg. Der kriegt auch. So, das war sein letzter Angriff. Liegt er im Dreck, in der Pfütze mit der Fresse nach unten und boom. Serum haben wir wieder. Sehr schön. So, wir sind im Fünfergebiet. Schlipsträger, versuche ich wieder ein Heady.
Hat nicht funktioniert. Shit. Versuchen wir den da ein bisschen. Oh, der hat es geblockt, die Sau. Nicht gut. Aber gut, 8 Damage, das geht. 7 geht auch noch. 2x7, du Schwein. Jetzt hat er nicht geblockt. Ja, vielleicht können wir jetzt mehr durchhauen. Jawohl, der ist weg. So, und dann kriegst du nur eine. Hässlicher, du. Machen wir das so. Der blockt es, der Arsch. Mach mal einen Eliminator, vielleicht hilft's. Jawohl. So, und dann drauf auf die Sau. Er lebt noch immer, der hält aber ordentlich was aus. So, jetzt ist er weg. So, wir haben eine leere Raststätte. Die werden wir natürlich plündern. Und wir haben einen Burger. Das ist schon mal geil. So, gehen wir denn irgendwen? Warte mal, wir hatten am wenigsten. Ja, genau. Der Hank könnte einen Burger vertragen, ey, der verfressene Hund. Den gehen wir jetzt einen Burger. Komm. Ja, hat er wieder ein bisschen Leben. Immerhin. Sonst gibt's hier eh nichts zum Leveln. Angriff! So, die Krankenschwester muss weg. Ich versuche den Hedy beim Schlipsi. Ja, diesmal funktioniert es irgendwie weniger gut. Die müssen die Tante da wegkriegen. Weil die kann, wie gesagt, heilen. Macht sie aber Gott sei Dank nicht, weil wenn sie ihn wieder heilt, das wäre blöd. So, weg mit ihr. Der blockt es, der Arsch. Versuchen wir den Eliminator. Funktioniert. So, und jetzt drauf auf die Sau. Weg ist er. Sieht aus wie Klopapier. Verbandszeug. Okay. So, wir können weitermachen. So. Wir versuchen wieder ein Hedy. Jetzt funktioniert sie ja weniger mit dem Hedy. Jawohl, sie haben wir. So, dann machen wir mit dem da weiter. Hauen wir dem die Fresse ein. Weg ist er. Und Bereitschaft. Stecken wir weniger ein dann. Das ist immer gut. Alle schön Bereitschaft. So, und dann begrüßen wir mal die Tante hier. Eliminator, vielleicht funktioniert's. Und hat so vorher funktioniert. Das ist ja einwandfrei hier. Die schlagen mal zusammen, die Alte. Die kriegt, was sie verdient, nämlich ordentlich auf die Lutze. Läuft, Gewehr, Messing, Munition. Nice one, Leute. Einfach nice one. So, wir haben ein Auto. Das öffnen wir. Zwei Futter. Nice, nice, nice. Und wir schauen wegen der Muni. Gewehr Stahl, Gewehr Messing. Ja, das ist halt was anderes. Das ist jetzt blöd. Aber okay, okay. Die machen 25, die 15 Schaden. Ja, 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 ja. Dann machen wir weiter. Einen Kofferraum brauchen wir ja nur. Dann haben wir die Quest hier. Oh, die zwei. Ja, zuerst Krankenschwester ist so. Pistol, Hedy, Cheerly. Jawohl. Hat funktioniert. Die zweite kriegt. Und gleich nur ein Bonus in die Fresse da, die Tante. Die heilt die, ja, aber die ist trotzdem nur benommen. Das wird ihr nichts helfen. So, und wir können hier Bereitschaft machen. So, kriegen wir weniger in die Fresse. Dann können der und sogar einen Eliminator probieren. Der funktioniert auch, das ist super. So kann man das machen, Leute. Und so rentiert sich das wirklich. Die prügeln wir windelweich, die Tante da. Und weg ist sie. Nice one. So, zwei Materialien und wieder so eine Karre. Die machen wir gleich auf. Und wieder zwei Nahrung. Gut, deshalb mal.
Verdammt, ich habe übersehen. Ich habe da erst noch ein bisschen Money. Okay, Welle 1 von 2. Die wollen mir im Sack gehen hier. Die alte versuchen wir gleich mal auszuschalten. Hat funktioniert. Sehr schön. Ihn. Oh, da wollten wir das machen. Das hat nicht recht funktioniert. Dann müssen wir so in die Fresse haben. Gib doch mal Gas. 9. So. Dann machen wir so. Und jetzt müsste er spätestens weg sein. Jawohl. So, wir machen Bereitschaft. Dann versuchen wir einen Eliminator und so haben wir dann eine Ruhe. Ich denke, die Taktik ist wirklich gut. So spare ich viel Leben, was wir eh nur brauchen. Schade, dass ich das mit dem Sheriff nicht geschafft habe, aber es war, wir waren schon bei 18, was eh viel ist. Aber da geht nicht mehr, Leute, weil ich hatte einfach kein Leben mehr. Ne? So, jetzt haben wir die ja richtig auf dem Dutzel. Die haut einmal retour. So, mein Eliminator... Der funktioniert auch. Und jetzt drauf auf die Sau. Prügelt sie weich. Jawohl. Welle 2 von 2. So, Eliminator ist ready. Dann versuchen wir beim Schlipsi. Hat nicht funktioniert. So eine Scheiße. Aber nochmal. Hat funktioniert. Super. Der ist außer Gefecht. Jetzt prügeln wir auf den da ein. Ah, die 6 Damage, die gehen. Versuchen wir hier einen Eliminator. Der hat funktioniert. Jawohl. So, den schlagen wir gleich ins Jenseits. Und bei ihm hauen wir auch drauf. So, der wird jetzt wieder aufstehen, aber das ist nicht so schlimm. Durchbrechen. Eliminator können wir auch wieder versuchen. Hat nicht funktioniert. Aber nur mit drauf. So, jetzt kann er immer angreifen. 10 Damage macht und dann ja, weg mit ihm. Hat sich. Techniker Munition. Super. Endlich erledigt. Ja, wir können nur weitergehen. Ja, wir gehen nur weiter. Der Arsch ist jetzt weg, oder was? So ein Drecksack. So, aber wir haben das zumindest geschafft. So ein Arsch, so ein Arsch. Ja, aber versuchen wir nur ein bisschen was rauszureißen hier. So. Kopfschuss bei ihm. Hat funktioniert. So, und die alte machen wir platt. Spuckt wieder rum, die Tante. Weg ist sie. Eliminator probieren wir. Funktioniert. Ah, jetzt bin ich immer vergiftet. Das hält aber schön grauslich lange. Ja, wir kriegen immer nur Sachen. So, das machen wir noch. Ich muss ja nicht immer das Leben ganz runter, ne? Oh, ein Medikit, Leute, das hat sich doch orientiert. Krankenschwester, die Zombie-Anführerin, die würde mich interessieren, was die kann. Darum mache ich das noch, weil ich will jetzt echt wissen, was die Alte kann. Das interessiert mich. Sturmgewehr, was kann man hier? 5 Schüssen? Warte mal, 3 Schüsse sind das? Jo, da kann ich 5 machen. Geil. Das ist cool. Den brauchen wir unbedingt. Da müssen wir drauf sparen, Leute. Da müssen wir drauf sparen. Das rentiert sich auf jeden Fall. So, ich möchte diese Zombie-Anführerin sehen, was die macht. Sie kann mit Beißen verwunden, starke Blutungen erzeugen und mit Körperpanzerverteidigung verbündeten Zombie stärken. Also die muss eindeutig weg. Das sehen wir schon. Aber die Schwester muss auch weg. Also, wisst ihr was? Ich versuche einen Headshot bei der. Nein, hat nicht funktioniert, so eine Scheiße. Die kann ich mal wegkriegen da. Oh, es geht sie nicht aus. Aber die beißt mich, die Sau. Und die heilt die auch noch. Fuck. So, jetzt bin ich gebissen. Oh Gott. Das ist mies. Gut, dann hauen wir die mal weg da. So, jetzt müssen wir uns um die da kümmern.
Wir müssen mal anballern. Da müssen wir jetzt ein bisschen Muni draufgehen lassen, denn wir wollen ja hier was reißen. Versuchen wir einen Eliminator. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Nochmal. Oh, die blockt mal das, die blöde Kuh. Das ist mies, hä? Durchbrechen. Dass wir zumindest mehr reinkriegen. So, 50 Damage, das geht. Jetzt beißt die mich auch noch. So eine blöde Kuh. Aber gut, die kriegen wir platt jetzt. Das ist nicht das Problem. So, Ruhe ist. Ah, ist ganz gut gegangen. Ich hoffe, ich kriege gute Beute. Zwei alte Waffenteile. Das hat sie rentiert. Aufgebrachte Streuner und tote Polizisten. Die Polizistin ist mies. Soll man nochmal rein, Leute? Geh mal zurück. Man muss nicht alles haben. Man muss nicht das ganze Leben verlieren, ne? So, schauen wir mal. Es hat sie auf jeden Fall rentiert. Auf jeden Fall. Plünderer einen heimlichen Einbruch auf das... Oh Gott, sie haben Zielmaterial und Nahrung. Ich habe vergessen, einen abzustellen. Ja, wir hatten keine Wachposten. Das ist scheiße. Das ist natürlich mies. Du überlegst, an die Bar zu gehen, um noch ein paar Worte mit Trish zu wechseln. Okay, was hast du mit Bill gemacht? Er war fertig mit den Nerven. Ja, weil der ist ein Furzer, der Typ. Ich wollte weiter in Gebiete näher erkunden, er scheint es anders zu sehen. Gib ihm nur etwas Zeit, denn man... Oh, das ist eine feige Sau auf Deutsch. So. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie die Lage ist. Die Lydia hat noch immer wenig Leben, die soll sie auskurieren. Was lassen wir ihr denn machen? Schauen wir mal, am besten... Jo, wir können ein Erste-Hilfe-Paket machen, das ist natürlich exzellent. So, und was haben wir noch für... Haben wir keinen Auftrag? Ja, dann lassen wir doch jeden mal was basteln. Das ist eine Idee, ne? Und zwar, warte mal, einen Jäger. Kannst du Jäger sein? Mal gucken. Nee, das kann er nicht. Wer kann das? Du kannst es, Hank. Du wirst Jäger. Dein Beruf ist jetzt Jäger, weil wir brauchen nämlich Futter. Ne, warte mal, Moment mal. Das kostet mir ein so ein Ding, aber egal. Schmied, was gibt's hier? Nee, also, du wirst Jäger. Dann. Was macht sie? Sie hat schon was. Der Bill kann keine Muni machen. Der kann aber Medizin machen. Gut, dann wird der Bill auch Medizin. Hä? Wieso geht das nicht? Will mich verarschen, Bill. Ey, der Bill, der schmolz, so eine Drecksau. Der will nicht arbeiten, der faule Hund. Ist es ein Arschloch? Ja, und ich kann auch Medizin machen. Gut. Dann mache ich die Spritzen hier. Ja, okay. Dann machen wir den Tag. So, und schauen uns das Ergebnis an. So, wir haben ordentlich was hier gekriegt. Stämmige Gestalt besucht das Camp. Es ist auf der Durchreise und bietet gegen 3 Rationen eine Trainingsmission und bei der aktuellen Partymitglieder einen Level aufstehen kann. Boah, auf jeden Fall, mein Freund, auf jeden Fall. Wen lässt man aufstehen? Hey, Bill, du faule Sau, du kriegst gar nichts außer einen Tritt in den Arsch. Wir machen das bei mir. Der Chef muss aufsteigen. Oh. Was, wir haben keine Nahrung mehr? Wollt ihr mich, wie viel fressen die den ganzen Tag? Oh, scheiße, ich hab Nahrung vergessen. Das ist ja mies. Ja, wir müssen Nahrung holen. So, der Sheriff hat den Hinweis über eine ganze Gruppe Überlebender, den Highway zu besuchen, aber erst nachts. Ja, okay. Gut, jetzt könnt ihr natürlich mit mehreren Leuten da rausgehen. Ah, Bill, du faules Stück Scheiße, wollte ich schon sagen. Ey, du baust. Du wirst jetzt etwas machen, du fauler Hund. Schau mal, geh mal den einen Job. Der will nur immer nichts machen, ist das ein Arschgesicht. Der ist schon ein bisschen faul. Arschloch. Der ist ein Arschloch. Ja, dann muss ich die hier mitnehmen zumindest, dass wir zu dritt sind, ne? Mühselig. Ja, ich brauche Fresschen. Also, schauen wir mal, wo kriege ich hier Essen? Ja, nachts auf dem Highway. Gibt's da Essen? Nö. Das ist doch ein Witz, Alter. Ich brauche... Ja, warte mal. Ne, das müssen wir heute machen.
Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.